So, da sind wir wieder. Nachdem wir letzte Folge ziemlich einen auf den Deckel bekommen haben, wollen wir jetzt zurück zu dem Drachenrätsel. Also hier war ein Drache, da oben war ein anderer Drache und meine Idee war ja gewesen, dass in dem Schnittpunkt dieser beiden Blicke wir jetzt ruhen sollen. Was auch ziemlich viel Sinn macht. Das heißt, wir schlafen jetzt hier oder wir ruhen einfach nur hier? Okay, ich mache jetzt erstmal nichts. So für 10, 20 Sekunden. Guck, ob was passiert oder nicht. Nebenbei lausche ich angestrengt meinen Kopfhörern, ob irgendwo was knirscht. Und nö, es knirscht nicht. Und so lange wie jetzt habe ich auch ungefähr bei der Dämonenfratze am Anfang gewartet. Also ich denke mal, die werden dann einen ähnlichen Zeitabschnitt wählen, wenn das denn so wäre. Also schlafen wir jetzt mal. Kein komischer Traum, kein Knirschen. Ha. Das kommt jetzt unerwartet. Also hier blickt der Drache lang. Und da blickt der Drache lang. Und da habe ich mich irgendwo verguckt und der Drache war hier. Hm. Laufen wir nochmal kurz zum anderen Drachen. Also nach... Hier. Gehen nach oben. Gehen in die bösen... Gehen nicht in die bösen, bösen verlassenen Gänge. Ja genau, weil da lauert ihr nämlich schon. Die haben uns die letzte Folge in die Flucht geschlagen. Ja. Oh, schön mit dem Rücken zu uns. Das ist doch mal nett. So, so. Schlagen und weg da. Feuerbälle vorbereiten. Die Giftwolken sind echt nervig. Oh, apropos, wir sollten mal einen Giftschutz machen. Vielleicht schützt das ja auch vor Giftschaden. Also, diesen Wolkenschaden. Auch wenn ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das wirklich Gift ist oder einfach nur irgendwie Säure. Bioschaden vielleicht. Das ist bei anderen Spielen ja auch als Element. Und super, wir zaubern ein Giftschild und sofort sind alle vergiftet. Aber wenigstens nicht sonderlich lange. So. Und noch eine Breitseite. Und sein Kumpel haut ihn hier. Also der eine hintere Gegner hat versucht, den Pilz hier vorne zu vergiften. Und hat null Schaden verursacht. Ah, da ist ein Kampfbrokkoli. Nee, Rosenkohl habe ich den genannt. Weil ich nicht wusste, wie er wirklich aussieht. Ja, wie ein Rosenkohl sieht er nicht unbedingt aus. Einfach nur ein Haufen. Was ist das? Kompost? Mit Pilzen obendrauf. Aber gut, da wissen wir, die sterben schnell. Also, hauen wir drauf, zaubern, zaubern. Und lassen die Tür offen. Das war keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch mehr raus. Die Tür machen wir jetzt wieder zu. Der hier reicht uns als Gegner. Kritisch. Ja, schön. Keine Magie mehr. Nicht gut. Vielleicht sollten wir doch mit unseren Charakteren ein bisschen Spellcraft lernen. Denn da waren ja recht häufig Fähigkeiten bei, die entweder die Willenskraft erhöhen oder die Energie. Was beides darauf führt, dass wir mehr Energie haben. Denn Willenskraft bringt, soweit ich das sehen konnte, auch Energie. Zack, zack. Ja, die Dinger halten nicht so viel aus. Gut, dass hier gleich in der Nähe so ein blauer Kristall ist. Ich denke mal, wenn der jetzt noch einmal uns angreift, kippt Gorn gleich um. Ha, schön. So. Nanu? Solche Secrets verwirren mich immer. Wenn plötzlich einfach irgendwo was aufgegangen ist. Warum auch immer. Oh. Das war das Drachenrätsel. Durch das Drachenrätsel hat sich ja hier die Tür dann geöffnet. Schöne Sache. Die Lurker-Weste. Das hört sich doch diebisch an. Hm. Plus 5 ausweichen. Hat aber keine Beschränkungen. Das heißt, das könnte theoretisch auch einer von unseren Magiern tragen. Oder er. Er hat eh nicht so viel ausweichen. Hm. Bin ich doch glatt mal versucht, das Ding
ihm zu geben. Das Ding ihm und er ist überladen. Das kann weg. Er ist immer noch überladen. Schild kann weg. Ah, die Magier haben noch ein bisschen was über. So, jetzt kriegst du die Lurker-Weste. Ich weiß, die hat keinen Schutz, aber dafür hat sie wenigstens ein bisschen mehr Ausweichen und er wird sonst fast immer getroffen. Ah, das ist komisch. Ich meine, die Weste hat jetzt 5 Ausweichen, schön und gut, aber das ist nicht wirklich viel, jedenfalls nicht für den Dieb hier. Und wenn man das mit den anderen Rüstungen vergleicht, die man so gefunden hat in Secrets bisher, also die Chitin-Rüstung hier. Da muss es irgendwas auf sich haben. Und den Krieger dann rumlaufen lassen, ist echt ein bisschen komisch. Aber na gut, wir müssen erstmal eine ordentliche Rüstung für ihn finden. Der Stahlplattenpanzer wartet ja noch irgendwo auf uns. So, was haben wir jetzt noch? Da geht es nicht weiter, weil der zweite Schlüssel fehlt. Wir sollten so oder so erstmal schlafen. Und dann könnten wir ja jetzt in den verlassenen Gängen, die nicht ganz so verlassen waren, wie sie eigentlich sein sollten, mal weiter gucken. Weil wir haben jetzt ja schon 3, 4 Gegner draus getötet. Vielleicht ist es da jetzt einigermaßen zugänglich. So, und jetzt will ich nochmal was testen. Wir nehmen jetzt eine Fackel in die Hand und sprechen dazu nochmal den Lichtzauber. Oh, er ist der falsche. Ja, ein Ticken extra hell macht das auch noch. So, hier haben wir was zu essen. Das wird auch gleich verputzt. Njam, njam, njam. Njam. So, also wirklich Nahrungsmittelknappheit haben wir noch nicht. Wir haben noch 2, 1,5 Taschen voll. Und die Pilze, die man zu Bomben machen kann, haben wir auch noch. Also ja, soweit so gut. Aber wir sind ja auch erst auf Level 5. Oh, apropos Level. Ich muss mir unbedingt merken, in Level 4 hier. Hier. Das ist das Zeiträtsel. Also die Zeiträtselebene oder Unterebene, wie auch immer. Wenn man in das Zeitding reinspringt, kommt man hier raus. Und hier ist das Buch, das wir noch nicht haben. Da müssen wir unbedingt später mal zurückkehren und versuchen rauszufinden, wie das funktioniert. Weil mal so eben 25 Lebenspunkte mal mehr zu haben, ist schon sehr, sehr praktisch. So, hier geht's gar nicht weiter. Ach, wir hören was hinter der Tür. Oh, Dolch in die Hand. Na, die ist auch mit Metallstreben verstärkt. Also in Dungeon Master ging es ja, wenn man Türen hatte. Oh oh, stimmt, hier war was. Das müssen wir aber gar nicht mehr lösen, denn hier haben wir eine Tür aufbekommen. Also ja, in Dungeon Master gab es Türen, die waren einfach nur aus Holz, ohne Metallverstrebung, die konnte man einfach kaputt hauen. Hier kamen wir auch nicht ran. Denn der Hebel macht nur das da auf. Und hier sind keine anderen Schalter. Nö. Ja, eine Fackelhalterung. Ah. Ja, so ein doofer Gift. Ah, der Blitz war auch nur ein Feld voraus. Ich hätte langsam echt gerne Fernkampfzauber. Also richtige Fernkampfzauber und nicht hier ein Feld. Das bringt irgendwie gar nichts. So. Aber wenn da Gegner sind, wird es da wohl auch weitergehen. Hier haben wir schon mal eine Feuerbombe. Einfach so auf dem Boden rumliegen. Das ist ja auch ganz schick. Da geht es noch irgendwo rein. Ne, ist nur eine Abzweigung. Und Ninja-Stern auf dem Boden. Och ja. Wie viel Schaden machen die eigentlich? Angriffskraft 8, Angriffskraft 11. Und die Ninja-Sterne sind auch noch schneller. Also die Schuriken. Das heißt, bessere Wahl. So, da ist eine Tür. Gucken wir mal kurz was. Oh, oh, da ist schon eine Krabbe im Weg. 0 Schaden. Wow. Na okay, ich stelle mir auch vor, wenn ich mit dem Ninja-Stern auf eine schwer gepanzerte... Oh, oh, noch mehr Gegner. Wenn ich mit dem Ninja-Stern auf schwer gepanzerte Gegner werfe, passiert nicht viel, außer dass er stecken bleibt. Na komm. Ja, bei solchen biologischen, also Quatsch, bei solchen weichen Zielen macht das schon mehr Schaden. Und er hat seinen Kumpel vergiftet. Hm, der ist aber irgendwie schnell gestorben.
Haben den vorher schon mal angehauen. 60 kritischen Schaden. Der zuckt nicht mehr mit der Wimper. Geht ja gar nicht. Feuer und nicht in die Ecke boxieren lassen. Ah, gut, er ist tot. Ja, also die Gegner sind zwar nervig wegen der Giftwolke, obwohl die auch gar nicht mehr so viel Schaden macht. Aber sie sind echt praktisch, weil sie Essen droppen. Und ich bin Dungeon Master geschädigt. Ich denke, wir werden irgendwann Probleme haben mit dem Essen. So, da geht's weiter. Und wir haben auch schon mal einen Raum, wo wir uns verkriechen können und Tür zu zum Schlafen. Das ist auch schon mal praktisch. Sonst ist hier nichts außer einem Kraut. Machen wir die Tür zu. Solche Rätsel kenne ich auch. Einfach in den Raum reingehen, die Tür hinter sich zumachen und schon geht's weiter. Aber anscheinend hier nicht. Wir suchen hier immer noch den zweiten Schlüssel, um da weiterzukommen. Aber irgendwie scheint hier nichts zu sein. Oder ich übersehe irgendwas Riesiges. Wie dich da. Zack, zack. Kritisch 32. Also ja, so ein Fernkampfdieb wäre bestimmt auch ganz cool. Ich habe ja schon zig Ideen für mein nächstes Playthrough. Also entweder die Standardparty, zwei Krieger, ein Dieb, ein Magier. Oder eine Party ganz ohne Magie, obwohl die stelle ich mir schwierig vor. Denn aber diese Vierer-Legionäre können wir ja nur so schnell töten, weil die Zauber Flächenzauber sind und jeden gleichzeitig treffen. Oh, er ist überladen, das ist nicht gut. Und wenn wir dann einfach nur zwei Nahkämpfer und zwei Fernkämpfer hätten, dann müssten wir jeden Legionär einzeln töten. Es ist nur die Frage, wie viele Gegner kommen, die so nah beieinander stehen wie die Legionäre. Das werden wir aber nach dem Let's Play ja sehen. Also ja, das wäre eine coole Party. Also die Standard-Party oder die ohne Magie-Party oder eine reine Magie-Party. Die ist allerdings, denke ich mal, ziemlich schwer zu spielen, denn man muss ja durchgehend wild rumklicken. Und das ist nicht ganz so meine Stärke. Also bisher jedenfalls noch nicht. So, und während ich jetzt die ganze Zeit gelabert habe, habe ich hier alle Wände abgeguckt, aber ich finde... Eine Feuerbombe. Aber ich finde keine Knöpfe oder dergleichen, dass man hier irgendwo weiterkommen könnte. Da geht's noch weiter, okay. So, da. Ein Milchkraut. Milkreed. Ne, Reed ist eine Flechte, glaube ich. Oder das, was am Wasser wächst. Wie heißt das nochmal? Schilf? Na gut, so oder so ein neues Kraut. Und das macht... Milkreed ist eine sehr delikate Pflanze. Also delikat ist hier nicht lecker gemeint, sondern wahrscheinlich eine leicht zu zerstörende Pflanze und dergleichen. Und sehr schwer anzupflanzen. Es wird benutzt, um Diarrhö und andere Verdauungsprobleme zu kurieren. Schön. Sehr schön. Was haben wir hier? There is no turning back. Es gibt keinen Weg zurück. Ja, das kennen wir auch schon. Gut. Also hier in den verlorenen Gängen haben wir zwar jede Menge Erfahrungspunkte bekommen und auch ein paar ganz schicke Gegenstände, aber kein Schlüssel. Na gut. Gehen wir halt zurück. Da ist ja noch eine Tür. Ich weiß aber nicht, ob wir die einfach so aufkriegen oder ob wir da auch irgendwas brauchten. Was stand hier dran? Die Kammer der Gruben. Ja, da sind definitiv viele Gruben. Und nur zwei Schalter. So ein Rätsel hatten wir doch schon mal. Knopf. 1, 2. Wow, okay. Also wenn ich den Knopf drücke, geht hier eine Folge los von Platten, die auf und zu gehen, die anscheinend aber da drüben startet. Also wenn ich hier den Knopf drücke, könnte ich da drüben, wenn ich den Platten richtig folge, bis hier zurückkommen. Aber ich will das Ganze eigentlich andersrum.
Ah, okay. Hey, das geht viel zu... Oh, oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, hey, das geht viel zu schnell. Und ja, das ging auch viel zu schnell. Aber wir sind gerade in einen recht interessanten Raum gepurzelt. Das ist interessant, weil die Gegner sind, die wir einigermaßen leicht töten können. Und das tun noch viele Erfahrungspunkte bringen, weil vier auf einmal sterben, sind mal eben 360 Erfahrungspunkte. Aber ja, da oben müssen wir noch ein bisschen rumprobieren. Es gibt ja nur zwei Schalter, da sind nicht wirklich viele Möglichkeiten da, was falsch oder richtig zu machen. Peaks. Na komm, stirb endlich. Du bist bloß ein Bogenschütze. Warum hältst du mehr aus als deine Legionärsfreunde? So, was haben wir hier? Ein Umhang. Er hat schon einen Umhang, er hat auch einen Umhang. Alle haben schon den gleichen zerflitterten Umhang. Ja, der kann weg. Du bist immer noch Deko. Knöpfe sind hier keine. Da ist was zu essen. Essen ist immer gut. Und ihr habt nicht zufällig noch so ein Knochensymbol dabei. Aber wir haben ja schon zweimal diese Knochenketten gefunden. Und ich glaube, die lagen irgendwo bei den Legionären mit drin. Also sind sozusagen Random Loot. Da habe ich jetzt aber damals nicht wirklich drauf geachtet. Oh, die Fackel ist aus. So. Vielleicht gibt es dafür ja auch nochmal ein Secret. Dass wenn man dann vier von diesen Knochenketten findet und alle trägt, dass dann irgendwas aufgeht oder man Zugang zu irgendwas bekommt oder ein Achievement oder was auch immer. Da. Hier unten war nichts. Dann wird hier wohl irgendwo gleich ein Teleporter sein oder ein Weg nach oben. Oder ein Weg nach oben. Na gut. Wieder ein gekochter Crackkäfer. Nicht, was ihr wieder denkt. Die Weste. Oh, der Minotaur kann wesentlich mehr tragen, aber er hat nicht genug Platz. Das lässt sich doch leicht ändern. Wir geben einfach das ganze Schriftrollenzeug zu ihm und er kann dann die schweren Sachen tragen. Zum Beispiel noch eine Kiste mit Zeug. Was ist da drin? Achso, da waren die Kräuter drin, die muss er behalten. Hat noch hier jemand eine Kiste? Er hat eine Kiste. Und da drin ist auch nichts. Na gut, hier haben wir noch einen Kurzbogen. Unser Dieb hat schon einen Kurzbogen, genau den gleichen. Ja, der kann also auch liegen bleiben. Schön, dass die Sachen ein bisschen redundant sind. Das heißt, wenn man eine Gruppe hätte aus mehreren Fernkämpfern, dass man die Waffe auch zwei oder dreimal findet. Oder jetzt auch die Umhänge. Sie konnten ja nicht damit rechnen, dass wir diesen Umhang hier finden. Also hätten wir sonst bisher vier Stück gefunden und hätten jeden damit ausrüsten können. Aber gut, ich habe schon wieder total überzogen. Machen wir mal einen Cut. Erstmal LP 0034. Und bis gleich.